Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ja, letztes Mal hat uns Evercray an diesen Ort, die Wächter des Dorfes geführt. Und jetzt reden wir weiterhin mit Starshine. Also, ich erkenne da keinerlei Ähnlichkeit. Was zur... Es ist, als würde die Statue dich erkennen. Sehr scharfsinnig, Lisa. Wenn ihr jetzt hierher kommt, wird alles klar. Wie ist mein Pferd jetzt hier? Cool, das leuchtet. Müssen die anderen Pferde dann nur noch her? Ich muss euch etwas zeigen. Schaut euch mal die Inschrift dort an. Wie, das geht nicht. Oh, ich schätze, ihr könnt kein Pandorianisch lesen, richtig. Lasst mich mal. Wächter über Pandorias Schicksal. Kehrt eines Tages zu uns zurück. Die vier öffnen das Tor. Der fünfte zeigt den Weg. Pandorianer haben dieses Portal für Aldeans Rückkehr gebaut. Aber wenn es so ernst steht, wie Avalon sagt, haben sie sicher nichts dagegen, wenn wir es uns ausleihen. Wie Starshine schon bestätigt hat, die Vier bezeichnet sich auf die Pferde der Soul Rider. Und worauf bezieht sich der Fünfte? Das ist nicht wichtig. Ich vermute, die fehlende Statue hat einen Portalstein beinhaltet, genau wie die Jahrhunderte später von den Druiden erschaffen wurden. Da die Statue zerstört wurde, ist der Weg ebenso verloren. Wenn du wüsstest, dass die Statue zerstört würde, warum hast du uns hergebracht? Weil wir uns unseren eigenen Weg bahnen werden. Wir brauchen nur einen neuen Portalstein. Aber er wurde zerstört, als Fripp das Portal geschlossen hat. Es sind nur Fragmente übrig. Elisabeth hat sie aufbewahrt. Vielleicht können wir mit Magnus Steiner über die Reparatur des Portalsteins reden. Unmöglich. Ein Portalstein muss aus einem einzelnen Stück Pandorium geschmiedet werden. Entnommen von dem Ort, an dem man springen will. Also ist alle Hoffnung verloren. Moment mal, Evercray, du hast gesagt, du wärst immer wieder nach Pandoria gegangen. Wie hast du das getan, wenn du nicht... durch dieses Portal oder das im geheimen Steinkreis. Sie ist wirklich clever. Eine gute Wahl, Starshine. Ja, es gibt viele Wege nach Pandoria, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wie gelangt man ohne Portalschein zu einem bestimmten Ort in Pandoria? Man fragt mich. Wie ihr mittlerweile sicherlich wisst, ist die Grenze zwischen unserer Welt nach Pandoria sehr zerbrechlich, sogar porös. Ständig schlüpfen Dinge hindurch. Meinst du damit die pandorische Risse? Die entstehen nur bei einem katastrophalen Grenzversagen. Die Risse sind aber nicht immer so dramatisch. Ist euch mal eine Socke beim Waschen verloren gegangen oder Hausaufgaben, von denen ihr genau wusstet, ihr habt sie gemacht, sind aber nicht beim Lehrer angekommen? Sie können nach Pandoria geschlüpft sein. Ich bitte dich, Bruder, du füllst die Köpfe dieser Mädchen mit abergläubischen Unsinn. Spontane Rissen sind zwar in der Theorie möglich, aber Fripp selbst hat bestätigt, dass sie seltener als ein Erntemond sind. Und wer von uns hat 20 Jahre damit verbracht, Pandoria zu erforschen? Ich habe dort noch seltsame Dinge gesehen als Hausaufgaben, ganze Schiffe, Autos, ein Regal mit Dosenwaren aus einem Supermarkt. Noch voll bestückt. Ich habe sogar Gerüchte von einer ganzen Insel gehört, die von unserer Welt in ihre gezogen wurde. Aber du hast recht, normalerweise ist es höchst selten, dass diese Risse auf natürliche Weise auftreten. Doch warum sollte man das Schicksal erwarten, wenn man etwas hiervon hat? Wie ihr mittlerweile sicher wisst, ist die Grenze zwischen unserer Welt und Pandoria sehr zerbrechlich, sogar porös. Ständig schlüpfen Dinge hindurch. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch noch andere Welten als die wir kennen, kleiner Bruder. Also, Lara,
Erinnerst du dich an den Koffer, den du für mich im New Hillcrest abgeholt hast? Ich werde dir zeigen, was sich darin befindet. Das ist der himmlische Wegsucher, eine Art Kompass, mit dem man diese durchlässigen Stellen findet, durch die man gelangen kann. Worauf warten wir noch? Besorgen wir das erforderliche Pandorium, um das Portal zu reparieren. Zeit und Raum arbeiten noch nicht so wie wir hier. Zwei Risse in unserer Welt auf entgegengesetzten Seiten der Wiese können sich so völlig unterschiedlichen Kontinenten öffnen, selbst andere Epochen. Den richtigen Riss zu finden, ist wie eine Suche nach einem Nadel in einer unendlichen Anzahl von Heuhaufen. Lass mich raten, du weißt, wie man diese Nadel findet? Ganz genau. Mein Lebenswerk ist Kartografie von Pandoria. Oh, ich wusste, das würde irgendwann einmal nützlich werden. Bruder, leih mir einmal diese Scherbe, die ihr vom kaputten Portalstein geborgen habt. Wenn ich sie analysiere und mit einer Karte vergleiche, sollte ich in der Lage sein, den himmlischen Wegfinder so einzustellen, dass er genau den Ort erreicht, den ihr wollt. Und dann können wir Anne retten. Richtig, sobald ihr alle vier Wächter ins Tal gebracht habt, um das Tor mit Energie zu versorgen. Was das angeht, Concord, naja, ja, er ist zur selben Zeit wie Anne verschwunden. Ihr habt das Buch der Lichtzeremonie und einen der Wächter verloren, aber mich musstet ihr verbannen? Pff. Ernsthaft, du bist nutzlos. Warum bist du überhaupt hergekommen? Bitte verzeih ihr, Evercray. Lisa und Anne haben sich sehr nahe gestanden. Nein, sie hat recht. Wenn ich bei dem Orden geblieben wäre, anstatt Geheimnisse nachzujagen, die nicht für Normalsterblich gedacht wären, hätte ich vielleicht das Buch der Lichtzeremonie beschützen können und wir würden jetzt nicht in dieser Krise stecken. Alex, hier ist Lisa. Ja, wir haben ihn gefunden. Evercray war eine Pleite. Ja, wir müssen das Problem se wohl selber lösen. Triff mich im Wolf Inn und bring Linda mit. Also, Lara, kommst du? Los, Starschein. Lisa, warte. Ich fürchte, die Bewahrer schienen kurz davor, das Vertrauen der Soul Rider zu verlieren. Bitte, Lara, hilf mir, die Hoffnung, ein Leben zu erhalten. Ich kann Lisas Frustration verstehen. Dass uns der Erfolg wieder missgönnt wird und dass nach unseren letzten fehlgeschlagenen Rettungsversuchen, es bricht mir das Herz. Aber ich glaube, Aideen wacht über uns. Sie hat einen Grund dafür, meinen Bruder nach Hause zu bringen. Und wenn Concord gefunden werden muss, um die Rettung durchzuführen, glaube ich, dass das ebenfalls Schicksal ist. Das Band zwischen Soul Rider und Pferd ist unglaublich stark. Vielleicht die stärkste Magie, die es gibt. Was, wenn wir Anne nicht ohne Concord retten können? Vielleicht ist das ebenfalls der Wille Aideens. Bitte, Lara, sprich mit Lisa und den anderen und überzeuge sie davon, an der Hoffnung festzuhalten. Okay. Das Wolfhell Inn ist ja überhaupt nicht weit weg von hier. Ich dachte, das ist jetzt eine ganz schön weite Strecke, aber es ist ja gleich hier um die Ecke, wenn ich nicht gegen Bäume reite. Aber ich muss den normalen Weg runterreiten, sonst falle ich ziemlich. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ist das nicht einfach die andere Seite zum Wolfhellinnen? Dann war ich hier nämlich doch schon mal. Das kam mir nämlich doch irgendwie bekannt vor. Das Wolfhellinnen ist ja nämlich einfach den Weg hinter. Und hier ist ja dann auch schon die Grenze, die nach Epona geführt hat. Aber gut, okay. Also das kriegen wir schon auf jeden Fall hin. Da müssen wir halt Concord suchen. Hoffentlich ist das aber nicht genauso schwer wie Lisa zu suchen. Also bist du gekommen. Ich hatte mich schon gefragt, ob du Evercray uns vorziehst. Es ist ja nicht so, als wäre Anne deine Freundin. Da kommen die anderen.
Was ist passiert? Was hat Evercray gesagt? Nutze das Zeug über Portalsteine und Heuhaufen, aber nichts davon spielt eine Rolle, denn sein Plan funktioniert nicht ohne Concorde. Und Evercray ist krank, sterbenskrank. Nun habe ich gesehen, was Pandoria einem Menschen antun kann, wenn sie erwarten und sie erwarten von uns, unsere Freundin einfach im Stich zu lassen, damit sie sich in einem Schatten ihrer selbst verwandelt und stattdessen auf die sinnlose Suche nach Concorde gehen. Auf keinen Fall. Ich sage, wir stürmen die Bohrinsel von Dacor und verlangen, dass sie sie befreien. Die müssen doch einen Weg nach Pandora erkennen, oder? Es war ein Wunder, dass wir beim letzten Mal von ihrer Basis entkommen konnten. Und daher ging es nur um eine schnelle Rettungsaktion. Selbst wenn wir die Plattform erreichen, wissen wir gar nicht, welche Art von Magie sie verwenden, um nach Pandora zu gelangen. Ganz zu schweigen davon, wie wir sie kontrollieren können. Lieber gehe ich mit wehenden Fahnen unter, als eine Freundin im Stich zu lassen. Moment mal, Lisa. Lara, sieht so aus, als würdest du etwas sagen wollen. Was hat Avalon gesagt? Na los, Lara, erzähl's uns. Und erzähl's den anderen, wie du dich fühlst. Lara hat recht, Concorde ist ebenfalls ein Teil dieser Angelegenheit, wie wir. Es stimmt schon. Als ich aus Pandora zurückgekehrt bin, war es meine Verbindung zu Starschein, die mir Kraft gegeben hat, weiterzumachen. Aber wo sollen wir anfangen? Es ist ja nicht so, als hätten die Bewahrer Aydins nicht auch nach Concorde gesucht. Was können wir schon tun, das sie nicht können? Dacor wusste es. Aber warum sollen sie es uns erzählen? Ich habe da vielleicht eine Idee. Ich habe im Pandora-Kodex etwas darüber gelesen, über niemanden zwingt, die Wahrheit zu sagen. Schien in dem Zeitpunkt nicht wichtig, aber mit etwas Nachforschung finden wir vielleicht eine Möglichkeit, das zu unserem Vorteil zu nutzen. Tolle Idee, Linda. Wir teilen es auf. Lisa, du und ich gehen zurück zu Fripp und suchen nach einer Möglichkeit, Concorde zu finden. Lara, könntest du mit Evercray daran arbeiten, einen neuen Portalstein zu finden? Ja, wir nicken. Lara, auf ein Wort. Du hattest recht, Lara. Wieder einmal. Ich möchte mich wegen Freien entschuldigen. Auch wenn du Anne noch nie begegnet bist, hast du dein Leben riskiert, um zu versuchen, sie zu retten. Wie du es bei mir getan hast. Tut mir leid, dass ich hier an dir gezweifelt habe. Du zuckst mir den Schultern und zeigst, dass es okay ist. Sag Avalon, dass es mir leid tut, die Beherrschung verloren zu haben. Er ist ganz okay. Und sein Bruder scheint auch ziemlich cool zu sein. Wir sollen gehen. Je eher wir Concorde finden, desto früher können wir Anne retten. Viel Glück, Lara. Okay. Ist das eine Drohne? Oh, aber wir werden ausspioniert. Sie hat also vom Tor erfahren. Na und? Ist ja nicht so, als könnte sie es aktivieren. Sie hätte das Tor niemals finden sollen. Wir hätten das Ganze zu Ende bringen müssen. Lass sie doch nach Pandora gehen. Dann halten wir sie dort auf. So wie Dacor sie aufgehalten hat. Diese Vermessenheit hat uns in der Vergangenheit viel gekostet. Noch einmal begehen wir diesen Fehler nicht. Diese Soul Rider dürfen sich nicht wieder vereinen. Okay, gut. Aber ich werde mich an dieser Stelle jetzt erst einmal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer neuen Folge wieder. Hab bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.